Ach ja, erstmal ein paar geile Klamotten in der Boutique gekauft, dann noch einen wundervollen Haarschnitt. Alter, sehe ich gut aus. Ich bin echt gespannt, das all meinen Freunden zu zeigen. Ich frage mich, was die sich denken. Oh, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich war jetzt gerade mal beim Friseur und habe auch ein paar neue Klamotten gekauft. Wollt ihr vielleicht sehen, wie ich aussehe? Also ich muss sagen, ich sehe echt gut aus. Okay, ich komme raus. Tada! Und da bin ich auch schon. Ja, sehe ich nicht gut aus? Vielleicht kommt euch das ein bisschen bekannt vor. Ich habe mich da so ein wenig von einer anderen inspirieren lassen, was das Aussehen angeht. Ich fand, sie war relativ hübsch. Sie hieß Lucia und ja, dann dachte ich mir, okay, komm. Ich will einfach mal aussehen wie sie und da bin ich auf einmal. Das Lustige ist, ich habe sie sogar in Sinnoh getroffen, denn ich war vor kurzem dort und habe mir ein paar schöne Pokémon gefangen. Und ich weiß, ihr wollt sie unbedingt sehen. Deswegen bin ich mal kurz zur nächsten Insel gelaufen und dann zeige ich euch mal mein Team. Aber vorher wäre es ganz cool, wenn du dem Video einen Magic geben könntest. Kostet dich nur eine Sekunde und mir würdest du damit enorm helfen. Danke, Mann. Das erste meiner neuen Pokémon ist ein Togekiss. Das ist ein relativ cooles Ding. Ich habe einfach irgendwo ein Ei gefunden und ja. Das war dort drin. Mein zweites neues Pokémon ist hier dieses Roserade. Das habe ich in irgendeiner Pflanzenarena gefunden. Das stand da einfach rum und ich dachte mir so, ach komm, das nehme ich einfach mal mit. Das dritte Pokémon ist dieses Ding da und wie man sehen kann, es ist eine Schnecke. Das sieht man nicht an dem Aussehen. Nein, nein, nein. Also doch, aber auch eher daran, wie langsam es sich bewegt. In der Schneeregion habe ich dann dieses Ding hier gefunden. Sehr, sehr geil. Es war bei so einem eisigen Stein und ich habe mich gefragt, okay, was hat das zu bedeuten? Und habe es mir einfach mal gefangen. Und ja, du freust dich, dass ich dich mitgenommen habe. Mein anderes neues Teammitglied ist dieses Ding hier. Ich dachte, das wäre ein Magma, aber irgendwie sah das ein bisschen anders aus. Ich fand's cool und deswegen habe ich es mir gefangen. Und ja, das war echt eine lustige Story, Magbrand. Und mein letztes neues Pokémon ist dieses Riesending. Ja, ein Knackrack. Irgendeine blonde Frau hat mir das in der Sinnoh-Region gegeben. Ich weiß nicht, wer diese Frau war, aber sie hat gesagt: Jo, Bruder, nimm das mal mit. Ich brauche das nicht mehr und mach mal alle platt. Genau das hat sie gesagt, mit diesen Worten. Ziemlich cooles Team, oder? Und ich bin jetzt eigentlich nur nach Galar gegangen, um einfach mal dem Champion in den Arsch zu treten mit meinem neu gewonnenen Team. Und ich denke mal, das wird auch gut funktionieren. Eine kleine Sache muss ich euch aber noch zeigen, denn ich bin nicht alleine hier in die Region gekommen, sondern ich habe ein paar Souvenire, wie ich es jetzt mal nenne, mit in die Region gebracht. Dafür bewegen wir uns einfach mal hier zum hohen Gras und wie man sehen kann. Oh, ein Rotom, ein Kühlschrank, was geht? Hier haben wir noch ein Wadribier. Oh, da hinten sind Mobi. Süß. Hier sogar ein Hippopotas. Ja, ich habe einfach mal ein paar Pokémon aus Sinnoh mitgebracht und habe die hier ins hohe Gras gelassen, damit hier halt auch mal ein paar mehr Pokémon sind. Na, wie geht's dir, kleines Hippopotas? Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Ja, die Region ist ein bisschen anders. Hier regnet es auch. Aber cool ist das doch trotzdem, oder? Oh, Kikugi, hi. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich, wie ich dich gefangen hatte. Aber jetzt genug davon. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt zum Champion. So, okay, da sind wir in Score City angekommen und ja, dann hoffe ich mal, dass Deon überhaupt da ist. Warte, warte, seht ihr das? Oh, das ist Lucia. Sie ist so cool. Wie die mich jetzt einfach schon mit Lucia verwechseln. Aber ich bin doch Kiara. Oh Mann, ich glaube, ich habe den besten Friseur der Welt entdeckt, ey. Die denken wirklich, ich bin Lucia. Naja, schauen wir mal, ob Deleon da ist. Und ja, Deleon ist da, sehr schön. Und er hat meine Einladung zum Kampf direkt angenommen. Na, da bin ich auf jeden Fall dabei. Natürlich kann ich meine Klamotten jetzt nicht mitnehmen, denn ich habe ja hier mein Sponsoring und alles drum und dran. Aber hey, wenigstens habe ich noch die Mütze. Und oh, hey, was geht? Roy, hi. Ich habe eigentlich gar keine Lust, gegen dich zu kämpfen, sondern ich will nur gegen Deleon kämpfen. Und ich glaube auch nicht, dass du stark genug bist, um gegen mich anzutreten. Okay, Roy, was hast du denn? Oh, ein Kuttel, nice. Dürre, okay, sehr beachtlich. Roy, ich werde nichts sagen, aber dein Pokémon ist Level 60. Meins ist Level 100. Ist das dir nicht ein bisschen peinlich? Ich will mich jetzt ehrlich gesagt nicht mit schwachen Trainern abgeben, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Man, schaut euch das mal an, Level 60? Also da hättest du deine Pokémon schon mal ein bisschen mehr trainieren können. Naja, ich bringe das so schnell wie möglich zu Ende, damit dann der richtige Kampf beginnen kann. Das war's mit dem vorletzten Pokémon. Und damit war's es endlich. Endlich kann ich mit Deleon kämpfen, ey. Endlich geht's mal mit einem richtigen Kampf los. Beim Kampf gegen dich kam mir eine Idee. Oh, du hörst endlich auf mit dem Trainer-Dasein und wirst endlich Bauer, so wie Yaro. Das ist echt eine gute Idee. Ich wünsche dir wirklich viel Erfolg dabei. So, ich hoffe, jetzt geht's mal mit dem richtigen Kampf los. Kommt jetzt Deleon? Was? Wer bist du denn? Was bist du denn für ein Random? Ein Toxicwack, schön, das habe ich in Sinnoh auch schon gesehen. Aber Level 56, ist das dein Ernst? So, und jetzt geh mir bitte aus den Augen. Okay, ich hoffe, das war's jetzt und ich kann jetzt endlich gegen Deleon kämpfen. Meine Güte. Ja, da ist er. Perfekt, okay. Hallo Deleon, was geht, Mann? Lange nicht gesehen. Ich war für einige Zeit in der Sinnoh-Region. Warst du auch? Mit diesem Team werde ich mir meinen Titel als Champ zurückholen. Er war selber in der Sinnoh-Region? Warte, warte, warte. Was willst du mir damit sagen? Hast du neue Pokémon? Hast du auch neue Pokémon? Okay, es geht los gegen Deleon. Er ist bereit. Er will kämpfen. Okay, gut.
Aber gegen mein neues Pokémon-Team hast du gar keine Chance. Pokémon-Trainer Delian fordert dich heraus. Er hat ein Lucario! Er hat 6 Pokémon, okay, aber er hat ein Lucario. Warte. Er hat sich ein Lucario in Sinnoh gefangen, oder was? Okay, das ist gruselig. Welches Level sind denn deine Pokémon? Okay, wie ich es erwartet hatte, Level 100. Das heißt, ich habe endlich einen ebenbürtigen Gegner. Okay, ich bin bereit. Ich habe hier direkt ein sehr, sehr gutes Pokémon drin, denn mein Togekiss kann Aurasphäre und das wird viel, viel Schaden machen. Welches mit einem Schlag besiegen, ist die Frage. Und nein, es hat überlebt. Okay, es setzt Schwertanz ein. Ja gut, das ist jetzt dann aber dein Tod, weil ich bin schneller. Wenn ich jetzt noch eine Aurasphäre treffe, dann war es das auf jeden Fall. Und jawohl, es geht durch, okay. Das erste Pokémon ist schon mal besiegt. Ich bin gespannt, was er noch so hat. Ob das das einzige Pokémon ist, das der in Sinnoh gefangen hat oder ob er noch mehr hat. Elevoltek! Oh shit, okay, der hat also auch mehrere Pokémon dort gefangen. Elevoltek, ja, da muss ich jetzt aufpassen, weil ich bin von Typen Flug. Gegen Elevoltek schicke ich einfach mal mein Gastrodon ein, denn es ist vom Typen Boden und dementsprechend funktionieren Elektroattacken nicht. Aber vielleicht hat er irgendwas dagegen, das werden wir jetzt sehen. So, da ist mein Gastrodon und da ist ein Elevoltek, Alter. Der hat einfach einen Elevoltek gefangen. Merkwürdig, weil ich habe Magbrand, er hat einen Elevoltek. Lustiger Zufall. Okay, da würde ich sagen, mache ich direkt mal die Erdkräfte. Er ist auf jeden Fall schneller und er setzt einen Gigastoß ein. Oh Gott, das wird wehtun, oder? Ah, nee, es geht vollkommen klar. Ich bin ja ein sehr, sehr defensives Pokémon, ne, mit dem Bodentyp. Da kommen die Erdkräfte und wird nun Tool KO, aber er hat ja gerade Gigastoß eingesetzt. Das heißt, er muss aussetzen und dementsprechend war es das auch schon mit dem zweiten Pokémon. Das geht ganz schön schnell, muss ich sagen. Also, lieber Delian, wenn du noch gewinnen willst, dann musst du schon irgendwas Krasses haben. Irgendwas, das mich vernichten kann. Okay, als nächstes kommt Tangolos. Bei Tangolos kann ich auf jeden Fall Magbrand einsetzen oder aber Togekiss. Aber ich würde sagen, ich schicke Magbrand rein, komm. Ich meine, ich will auch, dass jedes Pokémon irgendwie in dem Kampf benutzt wird. Von daher mache ich das einfach mal so. Und da ist ein Tangolos, Level 100. Okay, sehr, sehr cooles Ding. So, da ist mein Magbrand. Ich frage mich, wie du das entwickelt hast, wie das funktioniert hat. Und ich mache aber eine Flammenwurf. Wir fangen mal langsam an und schauen, ob wir das mit einem Schlag besiegen können. Aber Tangolos ist auch ein sehr defensives Pokémon. Das bringt ihm aber nichts. Es ist tot. Ja, lieber Delian, dein drittes Pokémon. Willst du mir wirklich sagen, dass du so einfach zu besiegen bist? Also, wenn das wirklich der Fall ist, ich gehe direkt wieder zurück nach Sinnoh. Okay, als nächstes kommt Palkia. Was? Du hast ein legendäres Pokémon gefangen? Palkia. Oh mein Gott, warte. Drache Wasser. Was kann ich denn da reinschicken? Oh, verdammt, ich wollte auswechseln. Oh, nee. Ach, du Kacke, er hat ein Palkia. Ja, was geht denn hier ab? Wie hat denn der das bekommen, bitte? Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich sollte am besten auswechseln, aber ich schaue einfach mal, was es kann. Vielleicht kann ich ja drin bleiben. Hydropumpe. Okay, ich nehme alles zurück. Auf Wiedersehen, Magbrand. Ich habe mich aus Versehen verdrückt. Ups. So, ich wollte nämlich eigentlich Glaziola reinschicken. Weil das sollte jetzt eigentlich überhaupt kein Problem sein. Denn wir wissen ja, Eis ist halt nicht effektiv, weil es vom Typen Wasser noch ist. Aber ich habe Gefriertrockner, was auf jeden Fall effektiv ist. Und ich weiß nicht, ob es das mit Einschlag besiegen wird, denn es ist ein verdammtes Palkia. Oh, es hat übelst viel Schaden gemacht. Aber wir werden sehen. Und? Jawohl, mit einem Schlag besiegt. Okay, perfekt. Glaziola, du hast es auf jeden Fall drauf. Wir haben sein legendäres Pokémon besiegt. Muss man sich erstmal reinziehen, ey. Und als nächstes kommt... Er hat einen Dialga. Ja, moin. Der hat sich aber gleich beide geholt. Der dachte sich, ach komm, Pokémon Perl, das ist mir nicht genug. Ich kaufe auch noch Pokémon Diamant. Ach, du Kacke, ey. Was ist das letzte Pokémon, bitte? Wahrscheinlich dann Carpador oder so. Okay, Dialga ist vom Typen Stahldrache. Das heißt, effektiv sind hier nur Kampf und Boden. Ich würde also an der Stelle wieder Gastrodon reinschicken, einfach aus Prinzip. Ich weiß ja nicht, was sein stärkstes Pokémon sein wird. Es wird ja wahrscheinlich irgendwas sein, das krasser ist als die beiden. Und da ist es. Er hat auch einen Dialga. Respekt, Delian. Du hast ein wirklich sehr, sehr krasses Team. Okay, dann setze ich jetzt mal wieder eine Erdkräfte ein. Also ich bin auf jeden Fall wieder langsamer. Zeiten leer. Oh, shit. Es ist daneben gegangen. Eieiei, das ist bitter. Also, das tut mir auf jeden Fall leid. Es macht sehr, sehr viel Schaden. Das sieht gut aus, aber das wird kein Tool-KO, oder? Na doch, müsste funktionieren. So, er setzt wieder Zeiten leer ein. Und es trifft diesmal sogar. Oh mein Gott, hat das viel Schaden gemacht. Ja, das war's mit Gastrodon. Dann würde ich sagen, schicke ich doch jetzt mal mein Boss-Pokémon rein. Mein stärkstes Pokémon, nämlich Knackrackmann. Danke an die blonde Frau, die mir das gegeben hat. Keine Ahnung, wer das war. War wahrscheinlich irgend so ein Random. Keine Ahnung. Ja, mache ich ein Erdbeben. Ich bin, glaube ich, schneller. Ja, okay. Ich bin schneller als ein legendäres Pokémon. Nice. Und dann war's das auch mit Dialga. Auf Wiedersehen. War nett, dass du da warst. Tschüssi.
Okay, dann bin ich gespannt, was jetzt dein letztes Pokémon sein wird. Und es ist Giratina! Oh mein Gott, nein. Warte, Giratina. Effektiv ist auf jeden Fall Fee, Eis, Drache und ich glaube Unlicht. Gleichzeitig ist Giratina aber selber Drache. Aber wisst ihr was? Ich bleib einfach mal drin. Komm, wir bleiben einfach hier. Ups. Und dann schauen wir mal, was das Giratina kann. Ist es das Normale oder die Urform? Es ist das Normale, okay. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er einfach mal so die Urform hat. Okay, also er hat Dialga, Palkia, Giratina, er hat ein krasses Team. Er ist genau wie ich in Sinnoh gewesen. Vielleicht sind wir uns da irgendwie über den Weg gelaufen und haben es einfach nicht gecheckt. Keine Ahnung. Und ich würde sagen, ich mache einen Wutanfall. Er dynamaximiert! Oh, stimmt, das habe ich ja voll vergessen. Das ging ja in Sinnoh gar nicht. Man konnte dort nicht dynamaximieren. Deswegen habe ich das im ganzen Kampf noch nicht gemacht. Aber stimmt. Das könnte jetzt gefährlich werden. Ich bin gespannt, wie viel Schaden ich jetzt gegen das Giratina machen kann, weil es ist ein Wutanfall und jetzt bin ich auch noch gefangen. Ich kann jetzt nichts anderes einsetzen. Oh, das macht gar keinen Schaden. Okay, und was machst du, Dünawurm? Oh nein, eine Drachenattacke, das ist sehr effektiv und es hat überlebt. Okay, dann war es das jetzt wahrscheinlich mit dem Giratina. Ich weiß es nicht. Angriff sinkt. Oh nee, okay, dann nicht. Nee, nee, nee. Jetzt ist der Angriff gesenkt. Ja, das macht viel, viel weniger Schaden. Okay, es ist verwirrt. Das war es auf jeden Fall mit Knackrack. Ja, dann ist die Frage, was tue ich jetzt? Also ich kann vieles tun. Ich kann Togekiss reinschicken, Glaciola. Was ich nicht reinschicken kann, ist Roserade, was halt wirklich schade ist, weil ich es gerne benutzt hätte, um es halt wenigstens einmal zu zeigen. Aber in dem Fall würde ich sagen, werde ich Togekiss reinschicken, weil es schneller ist und Glaciola würde von einer Drachattacke auf jeden Fall besiegt werden. Von daher machen wir das so. Togekiss, komm rein, Mann, und gib dem Ding den Rest. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr krass, wie da einfach so ein fettes Riesen-Giratina setzt. Das Ding könnte einfach die Welt zerstören. So, Zauberschein. Ups, ich wollte noch Düner maximieren. Egal. Dünerspuk! Oh, verdammt, oh, verdammt. Alter, das hat die Hälfte an Schaden gemacht. Verteidigung sinkt. Das ist mir egal. Der Zauberschein wird es auf jeden Fall ausnocken. Und... nee, es hat überlebt. Okay, das könnte jetzt Probleme geben, weil das Ding schneller ist. Und... weißt du was? Ich werde es einfach auch mal machen. Zack. Ich werde einfach Düner maximieren und dann... sollte das eigentlich locker überleben. So, komm mal her, mein Riesentogekiss. Das ist jetzt das erste Mal seit Sinnoh, dass ich meine Pokémon groß sehe. Irgendwie voll merkwürdig. Aber okay, dann Schemenkraft. Oh nein, es verschwindet. Wie gemein. Der hat das vorhergesehen. Jetzt kann ich nicht treffen. In der nächsten Runde greift er zuerst an und ich bin tot. Oder nicht? Ich werde das überleben. Ja, safe. Safe. Okay, und das war's mit seinem Giratina. Auf Wiedersehen, war ein wirklich sehr, sehr cooler Kampf, Delion. Ich bin überrascht. Bei den ersten drei Pokémon dachte ich mir so, okay. Die sind zwar gut, aber halt nichts ultra Besonderes. Aber bei den drei hast du dich auf jeden Fall selber getroffen. Also tut mir natürlich jetzt ein bisschen leid, dass du halt jetzt immer noch nicht der Champion bist, weil du verloren hast. Aber vielleicht schaffst du es ja irgendwann in der Zukunft mal, ne? Wer weiß. Okay. Pokémon-Trainer Delion wurde besiegt. Ne? Okay, eben. Sei jetzt nicht sauer, Mann. Du hast dein Bestes gegeben. Danke, neuer Champ. Die Kämpfe mit dir helfen mir, mich weiterzuentwickeln. Du bist ein Champ, auf den Galar stolz sein kann. Dankeschön, Mann. Ich bekomme 102.000 Poké-Dollar. Das ist ein bisschen viel. Aber ich denke, als Champion verdient man auch gut. Also ist das schon richtig so. Und damit habe ich gewonnen. Perfekt. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Hier wird einem neuen Gewinn entgegen. Oh, was gibt's denn? All seine Pokémon? Nee, wer bist du denn? Weil mich dein Auftritt so mitgenommen hat, möchte ich dir das hier als Belohnung schenken. Was denn? Einen Wunschbrocken. Was will ich damit? Ist das gerade sein Ernst? Wie, das ist alles? Ich dachte, ich bekomme alle Pokémon von Delion. Alter, übelst der Betrug. Naja, Leute, das war's auch mit dem kleinen Abenteuer von Kiara für heute. Mal schauen, was sie fürs nächste Mal so geplant hat. Danke fürs Zuschauen. Vergesst auf keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren und dem Video ein Mag ich zu geben. Danke für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal und ciao.